Willkommen zu einem erneuten EA FC 24 Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute schauen wir mal wieder, ob wir mal wieder einen Gegner komplett in seine Einzelteile zerlegen können. Wir werden heute mit welcher Mannschaft spielen. Ich glaube, ich hätte mal wieder Bock auf Real. Ich hätte aber auch Bock, wartet mal, wir spielen England. Wir spielen England. Und wir spielen den FC Arsenal. Komm, haben wir noch nicht gemacht. Glaube ich. FC Arsenal. Oder haben wir die schon mal gespielt? Oh Gott, wir haben mittlerweile ein paar Folgen hinter uns. Ups. Können wir, glaube ich, so lassen. Und wir schauen mal, was wir denn für einen Gegner finden und ob wir überhaupt einen finden. Das sage ich jedes Mal wieder, aber ich sehe das jedes Mal immer als nicht gegeben an, weil ich relativ früh aufnehme und weil das Spiel auch nicht so krass beliebt wohl ist. Aber wir finden, und das ist schon mal etwas. Darauf erstmal einen Schluck aus der Pulle. Oh ja, ich trinke das Zeug übrigens wirklich so. Seitdem es das jetzt auch manchmal beim Rewe bei mir gab. Oh, gegen PSG, das wird schwer. Bei Rewe gibt für 1,99 waren es jetzt. Es ist nicht günstig, aber dann trinke ich gerne mal eine Flasche am Tag. Ich mag dieses Blau-Weiß-Rote, das ist Eispop. Das ist ultimativ süß, aber ich mag süße Sachen. Außer halt an mir, weil ich bin es nicht. Ay, caramba, das beginnt nicht gut, aber das war schlecht von ihm. Auf jeden Fall, deswegen, ich finde das super lecker und trinke das dann doch schon zwischendurch sehr gerne, während ich hier... Was ist das? Was macht er denn? Ach du Heiliger, okay. Okay, wir müssen uns anstrengen. Okay, das war jetzt, ich nenne das als morgendlicher Leichtsinn. Morgendlicher Leichtsinn. Aber das könnte sowieso schwierig werden. Also, whatever, ich klatsche den natürlich trotzdem. Kann man gut nachher wahrscheinlich zum Ende schneiden. Ja, also ganz ehrlich, wenn der reingegangen wäre, hätte ich direkt aufgehört. Wenn der reingegangen wäre, hätte ich direkt gesagt, okay, das Spiel möchte nicht. Vorbei. Komm, Jesus. Oh, da. Oh, Alter. Urkarte. Gefühlt mit 100 km Unterschied schneller als ich. Daran an dem Ball. Langer Ball auf Dembélé. Alter, die sind aber auch schnell. Das ist halt brutal, wenn man es so sieht. Auch natürlich im echten Fußball, in der echten Fußballwelt, dann was? Er hat gefühlt eine Spannweite oder eine Reichweite von 5 Metern. 11 Meter. Das gibt es nicht. Ja, du kleine Heulsoße, Alter, steh auf, du dumme. Beep, 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 beep. Komm, in die Mitte. Na, schade. Hätte sein können. Das beginnt nicht so gut. Das beginnt nicht so gut. Aber noch nichts verloren. Alles noch drin. Es ist halt krass. Die vordere Reihe von PSG ist halt tempotechnisch brutal. Da kannst du sagen, was du möchtest. So, Martinelli gegen Marquinhos. Jetzt weit nach hinten. Was ist das denn? Das wollte eine Flanke werden. Das war ja grottenschlecht. Was war das, ey? Diese Reihe da aus Dembélé, Kolomoani und Mbappé. Das ist Wahnsinn. Wobei man ja in der Liga, ja gut, aber insbesondere in der Champions League. Ich weiß nicht, wie er guckt irgendwie, wie der Zinchenko wegläuft. Raya denkt sich auch, da gehe ich einfach mal nicht raus, ist okay. Moin. Aber nun gut.
gegen Newcastle. Wie wahrscheinlich für viele von euch auch. Und dadurch hat man jetzt überhaupt noch alles relativ entspannt. Ansonsten hätte das Ganze auch schon böse aussehen können. Kai Havertz jetzt. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Das ist so typisch FIFA bzw. EAFC. Und auf der anderen Seite auch typisch Kai Havertz, auch wenn er jetzt einmal dann das entscheidende Tor gemacht hat. Schaut euch an, ich habe da überhaupt keine Chance, auch nur ansatzweise hinterherzukommen. Das ist ja krank. Ja, da hat sich natürlich auch so ein Duell jetzt ergeben. Weil er hat natürlich auch genau die perfekten Spieler, weil, ja, Arsenal ist natürlich nicht langsam, aber naja, gegen die Mannspieler von PSG sieht fast jeder langsam aus. Was? Hat er die nicht mit, das, also wahrscheinlich war es das natürlich nicht, aber es sah kurz aus, als hätte er den mit der Hand weggehauen. Schaut euch an, er rennt halt einfach nur. Das ist halt, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde es overpowered. Das ist ja Wahnsinn. Also der Bruder muss ja einfach nur laufen. Und dann habe ich ja gar keine Schnitte, wenn ich nur ansatzweise nach vorne gerückt bin. Das war auch ein Foul, eher. Zinchenko, komm. Freistoß, dankeschön. Come on. Ja, Hakimi ist halt auch schnell. Und, ach, damit, oh, ich glaube, ich muss echt mal auf defensiv stellen, weil das ist zu gefährlich. Ich renne da zu häufig in mein eigenes Verderben. Ist einfach so. Nee, aber bei PSG hätte es auch schon ganz anders aussehen können, Kai Havertz. Oh, dankeschön. 2-1, let's go. Let's go, Ball holen. Come on, come on. Alter, der sieht ja null aus wie Kai Havertz. What the fuck? Also natürlich eine Grundstruktur, aber weiß ich jetzt nicht, du. Das habe ich aber auch schon gefühlt, sah der beim alten FIFA besser aus als bei dem EAFC jetzt. Ups. Martinelli. Ja, nein, ja doch. Oh, da wollte ich es wieder zu sehr. Okay, da müsste ich schneller sein. Okay. Zack, zack. So, come on, der ist schlagbar. Komm, Havertz. Was war das denn? Das war so mal überhaupt nicht geplant. Dankeschön. Jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Was macht der denn da? Das gibt's doch nicht. Und jetzt muss ich wieder aufpassen. Zinchenko natürlich auch böse, aber gut. Gutes Stellungsspiel. Und dadurch den Ball gewonnen. Ist gleich Halbzeit. Jetzt ist er hinten offen wie ein Scheuntor. Havertz. Er macht den gleichen Fehler wieder. Ja, oh mein Gott, danke. Danke, danke, danke. Ein kurzes Küsschen. Ja, come on, der Ausgleich. Nice. Sehr schönes Ding, sehr, sehr schön. Und er haut den Ball weg. Raya. Ja, mach ruhig. Ist jetzt Halbzeit. Knall den Ball nach vorne. Zack, Halbzeit. Nice. Nice, 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 nice. Let's go weiter im Text. Come on, come on, come on. Ja, mach hin. Alter, als ob er sich jetzt den Spieler und alles anguckt. Ich hasse solche Leute. Ich hasse sie einfach. Mach doch hin, Kollege. Erwartete Tore 0,6 zu 1,7. Ist mir so egal. Ist mir so egal. Und wenn das hier 0,1 zu 8,3 steht und ich führe oder unentschieden, ist mir egal. Oder bekomme ich jetzt irgendwie eine Nachricht? Kann ja auch sein. Wahrscheinlich gewechselt haben.
Hat er nicht. Okay. Dankeschön. Let's go, jetzt come on. Wir müssen einfach tatsächlich. Warum? Er geht halt aber auch nicht zum Ball irgendwie. Wir müssen tatsächlich einfach nur sehr ruhig spielen. Doch, ich hab safe schon mal mit. Was ist das denn? Ich hab geschossen. Elfmeter. Elfmeter. Das Problem ist, ich bin nicht so geil, was Elfmeter angeht. Saka. Das gibt's nicht. Ich wollte ihn einfach nur ganz locker, ganz, ganz locker in die Ecke schießen. Okay, das ist jetzt bitter. Okay, Jesus, dann schieß. Oh, Jesus natürlich, nicht Jesus. Jesus. Nein, Gabriel Jesus. Oh, das ist gefährlich, das ist ganz gefährlich. Komm. Da habe ich, schönes Ding. Habe ich vorher gemerkt schon, dass ich den kriegen werde. Jetzt ist er hinten offen wie ein Scheunentor, Saka. Wenn ich es clever mache, einfach nur runter und dann ist er drin. Upp. Gabriel Jesus macht den Diver. Ja, let's go. 3-2. Nice. Ding erstmal vorab erstmal gedreht. Noch nichts zum Freuen. Noch gar nichts, noch nichts erreicht. Oh, schönes Ding, Martinelli. Martinelli. 4-2. 4-2. Jetzt. Jetzt ist schon mal ein guter Punkt. Nices Ding. Ah, Zucker. Er macht aber. Ach komm. Wobei Havertz spielt nicht schlecht. Er macht aber auch immer den gleichen Fehler. Er kommt immer mit dem Torwart raus. Und das hast du jetzt halt kapiert, ne? Und dann, okay, dann weiß ich halt auch Bescheid. Dann kann ich mich darauf einstellen. Oh, schade, wäre ich da. Hätte er den nicht bekommen, hätte ich meinen Mann, ich weiß nicht, wer es war, checken können. Gefährliches Ding. Aber okay, kein Problem, Raya. Da sollte der Ball überhaupt nicht hin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber habe ich. Was? Habe ich nicht? Lol. What the fuck? Was war das für eine Abwehr? Schön. Schön gemacht, Jungs. Nein. Oh, die Mitte ist komplett verwaist drin. Nee. Das war dumm von ihm. Das war dumm von ihm. Den hätte er nicht lupfen müssen. Er hätte einfach nur schießen müssen. Hätte gereicht. Weil ich mache das halt nicht. Ich gehe halt nicht raus. Also ich versuche es zu vermeiden. Manchmal aus Reflex passiert es mir wohl auch. Aber ich versuche es schon, soweit es geht, zu vermeiden. Komm on, Saka. Schön. Du bist schneller, Junge. Du bist schneller. Oh, Dankeschön. Nein. Wieso kriegt er den überhaupt nicht? Gegen Marquinhos. Das war auch von Marquinhos gefühlt eher mit Aura verteidigt als alles andere. Ach, dammit, ich dachte, er läuft durch. Ein normaler Spieler hätte das auch gemacht wahrscheinlich, aber so ein dämlicher NPC nicht. Beziehungsweise die KI halt nicht. Oh nein, oh Gott, okay. Wenn er es anständig macht, jetzt kann ich rausgehen. Macht er denn rein, ja. Ah. Nee, komm. Oder? Nee. Gefährlich. 3-4 nur noch. Beziehungsweise 4-3 nur noch. Ich sag ja, es ist noch nichts gewonnen. Noch gar nichts. Noch gar keine Sekunde. Gewonnen ist erst dann, wenn der Schiri abpfeift. Alte Binsenweisheit. Gut verteidigt von ihm. Sehr, sehr gut verteidigt. Sonst hätte Havertz auf jeden Fall mal zumindest drauf schießen können. Martinelli. Da steht aber keiner. Da steht keiner. Der Pass ist aber auch. Oder diese Flanke, dieser Chip ist Müll gewesen. Gut. Schön. Jetzt. Jesus.
ist das Tor. Ich habe gerade kurz Puls bekommen. Kai Havertz. 5-3. Ganz wichtiges Ding. Ganz wichtiges Ding. Kai Havertz. Mit dem 5-3 komm, Bruder, mach hinne. Oh, gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock hier auf warten. Oh, jetzt bleibt er echt stehen. Okay, Bro, du. Wenn du meinst, ne? Dann machen wir mal den Ehrenmove. Und machen das 6-3. Macht man eigentlich nicht, gebe ich zu. Aber einfach nur, um mal sicher zu gehen. Machen wir den mal rein, lieber. Ich weiß, es ist arschig. Das gebe ich auch zu. Oh, Saliba, schön den Ball da weggeschnappt. Ødegaard. Er geht wieder raus. Ah, das war zu kurz. Schade. Er hat zu früh wieder released, nenne ich es mal. Sonst wäre der Ball gut gewesen, aber der war schon dann einen Ticken kurz. Abseits von Ødegaard. Nee, komm, bleib mal drin. Bleib mal drin. Ich brauche nicht wechseln. Es ist das Ding. Also, ich sag mal ganz frech, wenn ich das jetzt noch verliere, dann bin ich aber auch einfach selber schuld. Also, ich glaube, er hat sich relativ aufgegeben. Was war das denn für ein Schuss? What the fuck? Muss ich's verstehen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Freistoß. Ja, ja, ist okay. Ist ja richtig. Das Ding sollten wir gewinnen. Das sollten wir holen. Also, das ist ganz klar. Jetzt 6-3. Also klar, es kann immer alles passieren, aber der Kollege oder die Kollegin scheint auch jetzt nicht mehr hochmotiviert zu sein. Jesus, gut verteidigt. Gabriel, Mann, dammit. Kriege ich gut von Saka. Freistoß, ja, okay. Akzeptiert. Respektiert, aber nicht akzeptiert. Oh, ein schöner Pass. Abseits, okay, aber wenn der gekommen wäre, wäre der geil gewesen. Dann wäre das ein Zuckerding. Oh, schön. Die Hinterabwehr natürlich jetzt ganz löcherig. Jesus, schade. Ich wollte es versuchen. Ich musste es versuchen. Ja gut, jetzt sind wir natürlich ein bisschen offen. Das ist nicht gut. Das sollte so nicht sein. Aber, sag mal, was blinkt da die ganze Zeit bei mir rechts auf? Was soll denn der Mist? Kann dieses Spiel mal ein bisschen weniger verpackt sein? Das müsste das 4-6 sein. Außer, stark, Saliba. Meine Herren, die Grätsche. Jetzt macht er Pause, ernsthaft. Jetzt macht er Pause. Willst du mich irgendwie trollen oder sowas? Naja, den kriegst du nicht rein. Okay. Mal kurz warten. Dankeschön. Du kriegst keine Pause mehr. Gewonnen. Das sah am Anfang ganz anders aus. Aber wir haben das Ding gewonnen. 3-0 Bilanz in der Liga. Mich interessiert natürlich wie immer, aus welchem Land die Person denn kam. Ist eine französische Person, wobei bei Dingens kann man glaube ich auch sagen, dass sehr häufig nicht französisch ist, es ist eine deutsche Person. Auf jeden Fall GG. Und das soll es für heute mit dem Video gewesen sein. Hat es euch gefallen? Wenn ja, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.